Was ist mit Karl Heinrich? Der schwere Mann beugte sich vor, fand in der Schweinerei auf seinem Tisch eine Zigarette und steckte sie an. Er war für uns wie geschaffen. Sein Vater kam 1948 aus sowjetischer Gefangenschaft und war Kommunist geworden. Karl wurde 1950 geboren, ein Jahr nach Gründung der NATO und der Bundesrepublik. Karl Heinrich bekam seinen politischen Glauben sozusagen mit der Muttermilch eingeflößt. Nur ein sozialistischer deutscher Staat konnte die Wiederkunft des Faschismus verhindern. Ich habe Karl Heinrich angeheuert, als er 14 war und bereits Leiter der FDJ-Gruppe seiner Schule. Er unterschrieb die Erklärung, niemals sein Land zu verraten oder über seine Arbeit für das MFS zu berichten. Und er hat Wort gehalten. Weiter! Er war einfach gut. Wir waren von seiner ideologischen Standhaftigkeit überzeugt, also schickten wir ihn mit neuer Identität auf die andere Seite. Wir hatten schon zwei Agenten in Frankfurt platziert, ein Ehepaar, das altersmäßig passt, um einen Sohn wie Karl Heinrich zu haben, der nun zu Oskar wurde.